Schlag, wo mein Daumen ist, der ist 176 Hektar netto Acker mit den Einschlüssen etwas über 200 Hektar. Der wird zukünftig nicht wie bisher von einem Eigenjachtbezirk und einer Jagdgenossenschaft bejagt, sondern es entstehen zusätzlich zwei weitere Eigenjachtbezirke. Die Schlaglänge von der Zuwegung hier bis zu einer nicht überwindbaren Hecke im Norden ist 1,7 Kilometer. Hier ist ein Eigenjachtbezirk 40 Hektar. Hier kommt ein neuer mit 49 Hektar, an den angegliedert zwei große Eigentümer werden müssen von 7 Hektar und 5 Hektar Waldeigentum und zwei kleine Waldeigentümer mit jeweils 3000 Quadratmeter. Und hier wird ein Jachtbezirk entstehen von 40 Hektar und ein Teil verbleibt bei der Jagdgenossenschaft. Diese ganze Linie hier stößt nur einmal hier an ein Söll, sonst verläuft sie über den freien Acker. Es ist unmöglich, die Fahrspuren verlaufen so, unmöglich festzustellen, wo auf diesem Feld eine Jachtbezirksgrenze zukünftig liegt. Wir haben hier oben in dem Wäldchen, das vor uns liegt, den Haupteinstand eines großen Dammwildrudels von teilweise 32, 33 Stück, die nur bejagt werden können, wenn man eine Bewegungsjagd macht und die Wäldchen und den großen Wald und den verschilften See mit durchtreibt und die gesamte Fläche absetzt. Das wird zukünftig nicht möglich sein. Wir werden dann im Einzelabschuss mühselig versuchen müssen, das notwendige Dammwild zu schießen. Wir stehen ja hier auf einer zukünftigen Jachtbezirksgrenze. Wir haben keinen Anhalt, wo die Grenze läuft. Entsteht jetzt hier oben ein Wildschaden, erstreckt der sich über 3 oder 4 Jachtbezirke. Wenn ich das korrekt feststellen will, welcher Jachtbezirk schadensersatzpflichtig ist, benötige ich eine Drohnenaufnahme, die über ein Luftfoto gelegt werden muss mit eingezeichneten Flurstücksgrenzen. Und das wird auch erforderlich sein. Gütliche Einigungen werden ja nicht zu erwarten sein, sondern wenn ich Schäden habe, wird gleich der Gang zum Amtsgericht erforderlich werden. Das muss dann innerhalb kürzester Zeit vor der Ernte ein Beweissicherungsverfahren einleiten. Und ich hoffe dann sehr, dass nicht die Nachbarn auch noch Wildschäden haben, denn sonst wird das Amtsgericht das nie vor der Aberntung hinkriegen und ich bleibe auf meinem Schaden sitzen. Vor einem Schlag, den wir vorhin von der anderen Seite gesehen haben, 176 Hektar hier entsteht, wenn die Eigenjachtbezirkinhaber ihren Eigenjachtbezirk anmelden, ein Teilstück der Jachtgenossenschaft, ein abgetrennter Jachtbogen sozusagen, der das Söll hier vor uns beinhaltet, am mittleren Söll vorbeiläuft, bis zum hinteren, davon gehört die Hälfte dann mit dazu und dann endet er nach ca. 150 Metern mitten im Acker. Feststellung in der Natur hier, wo die Jagdgrenze ist unmöglich. Wir stehen hier auch auf einem Saunwechsel, die entlang der Sölle nachts wechseln und die wir dann nachts anpirschen. Man kann im Dunkeln nicht feststellen, ob man in dem einen oder in dem anderen Jagdbezirk ist und riskiert, wenn man es versucht, den Jagdschein, weil man Jagdwilderei begibt, mit Waffe und Patronen im benachbarten Jagdbezirk ist.